Was ist ein Hüter? Sind wir Götter? Wir sind mit dem Gewebe des Universums verbunden. Niemand weiß, wie lange wir leben. Wir stehen an der Seite derer, die unsere Gaben nicht besitzen. Wir kennen ihr Leben nur zu genau und ihre Sterblichkeit, trotz ihres Widerstands. Die Sterblichen leben intensiver als alle Hüter, die ich kenne. Vielleicht leben sie auch intensiver. Sie wissen, dass das Morgen ungewiss ist. Dass alles, was aus ihnen werden könnte, mit ihnen stirbt. Sind wir also Beschützer? Unsere Gaben sollten andere vor den größten Bedrohungen schützen. Die, die wir verteidigen, haben uns noch nie so sehr gebraucht. Auch wenn wir nichts tun, würden sie trotzdem sterben. Was ist ein Hüter in einem solchen Moment? Jetzt, überall in der letzten Stadt, sind die Truppen des Zeugen im Anmarsch. Unsere Grenzen werden belagert. Macht uns das zu Soldaten. Wenn wir zurückschlagen, gewinnen wir nur Zeit. Aber umgekehrt ist es undenkbar. Wir haben eine Stadt gebaut, von der niemand zu träumen wagte, mit unwahrscheinlichen Verbündeten. Wir hatten noch nie so viel zu verlieren. Diese Frage stelle ich dir im Angesicht unserer dunkelsten Stunde. Was ist ein Hüter? Definiere uns in diesem Augenblick für alle Ewigkeit. Ach, die haben den Spawn nach hier oben gesetzt. Sind die nett? Die haben es noob-freundlich gemacht. Die haben selbst den Spawn noob-freundlich gemacht. Aha. Na, sonst bist du da unten gespawnt und musstest hier entweder erstmal. Kommst du mal hoch hier? Weiß ich denn, wo ich hin muss? Bin mir schon ewig nicht gelaufen. Hier, guck hoch. Hi. Hi. Noob-freundlich, deshalb. Meine Frage ist, komme ich wieder hoch? Es ist ein verlorener Sektor. Lauf den Rundweg. Und Achtung, hier drin ist alles schief, ne? Also versuch nicht mit dem Warlock irgendwo drauf zu landen. Ah. Mit, ich lass mich fallen. Ich bin wieder Du prallst immer ab. Oh je. Wo bist du jetzt? Unten? Also ich. Da lang, dann kommt ein Loch, da springst du durch und dann immer zum Roten. Es gibt Secrets hier drin. Ja, ja, haben sie ja gesagt. Ah, hier erscheinen Plattformen. Hier gibt es gelegentlich ein paar Tesserakte, diese viereckigen Dinger. Ja, ja, habe ich gerade gemerkt. Ja, hast du gut gemacht. Hast nur 7 Minuten gebraucht. Musst ja auch erstmal den Weg wiederfinden. Bin nämlich dreimal im Kreis gelaufen, bis ich das Loch gefunden habe. Und hier ist die Lösung ganz einfach. Du wartest, bis die Platte reingehst und latscht dir einfach stupide auf diesem Strich lang. Ist Catwalk. Ja. Ja. Genau. Ist Catwalk. Ah! Der hat mir den Arsch gerettet. So, und treff das Loch. Weiß mal, wo du hin willst. Ach, da. Jetzt will ich sagen, dass er noch ein Loch ist. Ich skipp das Loch immer. Ja. Okay, gut, alles gut. Treff das Loch. Ich hab's getroffen. Ich hab perfekt das Loch dahinter getroffen. Ja. Genau, du kannst ab. Genau. Löschen? Komm hier unten. Nö, wir sind noch gerade hier. Glaube nicht, Tom. Doch, da unten war noch Deathding. Achso, sie haben den Grindspot entfernt. Sie haben den Selbstspot entfernt, ja, da ist jetzt neuerdings ein Loch scheinbar. Ja.
Oh dear Lord. Oh dear Lord. What the? Was war denn das gerade für ein Stick-Drill? Wollte ich nicht sagen, aber für ein Verzug. Ich hab gerade meine Rakete, aber sowas von. Nein. Nein! Alter, ihr Wichser! Sie haben das Auto eben versteckt. Oh, da gab's einen Triumph für. Ja. Das, was wir gerade gemacht haben. Alle Bosse gleichzeitig beschwören. Ja, ich habe ihn auch gekriegt. Anscheinend. Es gibt scheinbar einen extra Boss. Mir aus. Im Schraubblende. Komm, knuddeln! Hier, das komm, aber. So. Hier die Whisper. Plan, Whisper des Wurms. Oh. Ist eine cool. Kehre zu Erismorn zurück. 18 Minuten 42. So, Alex, okay. Du hast mich auf die Idee gebracht. Schwäche. Ja, ich setze den ersten vorm ersten Boss. Yep. Wo das hier ja scheißegal. Der Würfel ist da. Ach, scheiße. Komm her, Päschen. Ja, ne? Ich meine, was auf legendär funktioniert? Tom, noch da? Oder bist du schon wieder im Desktop? Nö, ich bin da. Aber du hier gerade so rumstandst. ich hab gegen das Ding gekloppt. Alter, mach auf diese scheiß Hexe. Ron, bitte? Ist da. Irgendwie. Komm. Alles, guck mal, der ist tot. Unsere auch, deswegen hab ich gewartet. Wir waren sogar eher fertig als du. Ja, der hat nicht mal eine Chance gehabt zu spawnen. Ja, der Ogre hat mich von der Hexadon geschossen. Die finale Form rückt näher und die Truppen des Zeugen drängen an die Grenzen der Stadt. Die Vorhut hat Lord Shax erlaubt, ein Arsenal verbotener Waffen aus seiner eigenen Sammlung wieder in Umlauf zu bringen. Starke Ausrüstung für einen starken Hüter. Viel Glück! Sei vorsichtig damit. Waffen, die wir einst als ketzerisch betrachteten, sind nun für uns unverzichtbar. Ich weiß, du wirst es weise nutzen. Kämpfe weiter. Wenn wir zurückschlagen, gewinnen wir nur Zeit. Aber umgekehrt ist es undenkbar. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du damit machst. Großartig. Nett. Los geht's, Hüter. Mach sie fertig. Lass sie kommen. Zeig mir, was du kannst. Und wenn die Feinde der Menschheit den Krieg wollen, geben wir ihnen den Krieg. Sehr kreativ von dir. Finde ich super.
Wir fliegen jetzt in... schwarzen Bildschirm. Ja. Ah, jetzt sind wir da. Oh, Instant Transmit. Nett. So, wo ist Shexy? Hallo Eva. Eva Schatzkammer. Zünd es an, Tom. Zünd es an. Die Tür auf. Ich kann. Zünd es einfach an. Geh weg! Willkommen, Hüter. Wir richten uns gerade an. Oh, bist du laut! Ein. Alter! Was ist mit Jacks Kopf los? Alter! Was? Das meinst du, dass er gerade 90 Grad Bogen nach links gemacht hat? Nein, dass Jacks gerade 90% Lautstärke hatte, obwohl der Rest des Spiels auf 2 klemmt. Scheiße, ich hab den Roboter überlebt. Ich wundere mich gerade, wo ist der Die Welt Punkt, brennt. Ja. Wir brauchen dich da draußen. So. Oh, mal gucken. Alles, Hüter. Hier ist alles möglich. Oh. Oh, wir haben 2000 Scraps am Anfang. Klaus, ja. Halt. The time has come. Execute Order 66. Was auch immer das gerade war? Frag mich. Vielleicht sollten wir doch schon vorher was purchasen. Ja, hab ich auch so gedacht. Das ist so ein bisschen. Ein... ja, nimm mal. Ja, nehmen wir doch mal das Turret. Kostet uns 2000. Ja, dann nehmen wir ein Turret und dann. Was auch immer das gerade war? Hype plus 5. Ach, wir sammeln Hype. Na gut, okay, schließe ich mich an. Habe ich keine Sonne mit. Oh, Champion. Gute Arbeit. Den habe ich nicht kommen sehen. Oh, Zone. Geh mal A einnehmen. Mach das. Ich verteidige eben. Wir raschen hier ganz leicht durch. Also bisher war es ja wirklich echt in Ordnung. Ja. Moderate Schwierigkeit. Haben wir gerade Glimmer gekriegt? Yep. Anscheinend. Also ich habe nichts gekriegt. Ich auch nicht. 17 Glimmer. Und was auch immer da gerade rechts am Rand hochtickt, das ist bei 710. Ah, jetzt tickt bei mir das Glimmer auch hoch. 4, 5. Nee, irgendwas anderes. Jetzt tickt das andere wieder hoch. Ja. Was ist das? Plus 400. Da steht nichts. Plus 736. Plus 222. Ja, ich auch. Plus 334, 44, 55. Ja, 666. So, aber habt ihr irgendeinen Abschluss gekriegt? Von irgendeiner Quest? Ich krieg immer noch die Sachen. Alleinige die ja, letzte Stadt auch. Im Ansturm. Ja, ich auch. Vielleicht jetzt deswegen noch nicht. Ja, 20 Waves in a single run. Ja, nö, das haben wir nicht gemacht. Nee, geht ja auch nicht, aber...
Aber auch hier dieses Heldentaten der Tapferkeit, 2 von 7 Ansturm abgeschlossen. Nehmen wir den ganzen EP noch von dem. Ja. Wahrscheinlich. Und sie zählen tatsächlich die EP. Ich hab auch mal Season-Pass reingeguckt. Ja. Hey Tom, ja. Ich hab hier ein Secret gefunden. Ich hab die Brave-Katze gefunden. Das? Ach, andere Seite. Hi. Oh Gott. Katze! War wirklich süß. Moment, hat den Geist kaputt gemacht? Ja. Natürlich. Ah, ich hab ein Level up. Ich hab Level Up. Ich auch gleich. Da hinten ist noch was. Hat nur eine Weile gedauert, um die Spawn. Ich hab wieder nur Glimmer gekriegt. Ich auch. Wollen wir einfach mal die 20 Sekunden abwarten? Ja. Ja, lass mal machen. Ah, Tom, guck mal, deine Kills ticken hoch. Wie hart leckt Destiny? Ja. Es tickt weiter. Nein! Nein! Oh nein. Oh nein. Bei mir tickt er weiterhin hoch. Ja, ja. Ja, ja, einfach weiterspielen. Tut mir so, als wenn ich sie will. Morgen früh kommen wir alle online. Also, oder fertig, heute Abend. Fertig. Nee, nicht fertig. Einfach direkt den Titel und Vergoldung und fertig. Haben wir alles fertig. Können direkt die Vergoldung abholen, wenn wir morgen früh online kommen. Ja. Das wäre doch geil. Die Map ist interessant. Ja, auf Weiterhof halt, ne? Ich hab jetzt einen Verbesserungskern gekriegt, ich hab jetzt endlich meinen Loot gekriegt. Jetzt hat's gezählt! Ja. Jetzt hat's gezählt! Oh, raus! Wie? Raus! Raus! Abzuschecken! Nein, das spielen wir jetzt zu Ende. Was ist das okay. Für eine Zeitverzögerung? Wie hart leckt das Spiel? Ja. Ich denke auch, dass das Spiel einfach am Laggen ist. Das war vor einer Stunde! Mhm. Anderthalb. Dann weißt du ganz genau, was uns so vor anderthalb Stunden nochmal blüht. Ich hab das Gefühl, ich denke, das wird. Ach du Scheiße, ja. Ach, Scheiße. Hä? Bonusrunde. Oh, Heilige. Ich will keine Bonusrunde! Oh doch. Aber ich hab schon wieder meine. Ich hab meine Ult schon wieder, ne? Ja, die kriegst du hier wieder, aber. Wir brauchen eine Wiederbelebung. Okay. Ich nehme auch einen Fehlercode. Ah. Hi. Auch einen Fehlercode. Ja. Hat nicht so das Problem gerade. Dann einfach. Ah, jetzt ist er weg. Was ist das? Hallo! Du spielst manchmal auch gar nicht verbuggt, oder? Nö. Ich hab mich drangehangen an ihn. An die Hexe. Und kurz vor der Hexe ist das abgebrochen.
Und ich konnte nicht. Ach du. Haben wir einen Tormentor? Ja. Nice. Schaffen wir. Wie schaffen wir das? Wir haben einen Randy. Nein, ich bin wieder dran. Nope. Also, du bist der Randy, okay. Scheiße. Ey! Nein! Er hat mich aus meiner Ult rausgehauen. Der Tommy hat mich aus meiner Ult rausgehauen. Ach, du bist der Randy. Scheiße. Jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle. Fuck ich. Nee, hab ich nicht. Nevermind. Ich dachte gerade, ich hab die Heavy angegrabbelt. Scheiße, ich hab einen Titan-Move gemacht, ich hab Sprenger geschlagen. Das ist auch für Titans tödlich. Glaub's mir, selbst mit Banner überlebst du das kaum. Ich hab's vorhin probiert, deswegen bin ich vorhin gestorben. Der Titan hat sich an das Falsche drin gehangen. Was ist das Falsche? Ein Sprenger. Ja. Au! Da waren nämlich Sprenger und Ritter. Imke hat sich für das Falsche entschieden. Dich boxe ich auch nicht tot, dich boxe ich. Kannst du nicht rausgehen, wir finden einen Randy vielleicht. Ich sag, die 20. Runde nehme ich noch mit wegen dem Loot. Dann würde ich rausgehen. Tatsächlich. Und dann kriegen wir in der 31. kurz vorm Wipe. Wieder ein Randy, ja. Wieder ein Randy, so wie mit Robert. Achso, du glaubst also nicht, dass wir es bis zur 36. schaffen. Danke dir. Ja, Tom. Ist ein berechtigter Einwand. Hat ein bisschen gedauert zum Registrieren, aber so war das nicht gemeint. Doch, genau so war das gemeint. Scheiße. Hallo, ich will, dass du tot bist. Execute Order 66. Nicht du. Verzichte. Das Scheißding da. Oh, warte mal. Tom, du bist nicht hilfreich, du hast mich gerade fast in den Abgrund geschickt. Wie? Du bist gelaufen. Du existierst. Ich wusste bis jetzt noch nicht, dass das ein Problem ist. Oh nein. Fang an zu beten. Ja. Fang du mal an. Ich bete schon für den Tormann. No, God! No, God, please, no! 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 Wir haben jetzt da vorne ein Exo-Viech stehen. Da stehen zwei Exo-Viecher. Wir werden so hart verrecken. Ich versuch mal Phoenix-Dive. Halt die Klappe, Impel. Ende nicht. Ich bin realistisch, okay? Und ich bin Optimist. Mach mal die Klappe. Du bist nicht der Pessimist. Wie war das noch? Der Realist, das Glas ist nicht voll und nicht leer. Der Optimist, das Glas ist noch halb voll. Der Pessimist, das Glas ist halb leer. Und dann komm ich, da ist Tormentor im Glas. Oh. Das ist nicht hilfreich. Jeder, der jetzt in Discord reinkommt, denkt sich auch nur so. Mhm. Okay. Wir haben gerade kurz Ruhe. Alter! Wenn du
übrigens tot, also zusammenreißen. Okay. Ja, ich versuch's jetzt wieder. Der Tommy hat sie gekillt. Der Tommy hat sie gekillt. Ja, die Hexe ist auf deiner Seite. Nicht schon wieder! Die Hexe ist auf der anderen Seite von der Idiot. Und du warst immer so. Ach, leck mich. Okay, ich glaube, ich kann mich jetzt wieder zusammenreißen. Kannst du. Wunderbar. Mit euch auch eh. Danke. Scheiß Fantasy, ihr geht's echt beschissen. Geht eigentlich, dafür, dass sie gerade die Hexen 2 Minuten haben stehen lassen. Alter, ich muss ganz kurz was trinken, liebes. Glaub ich. Ja, aber auch, Alter. 40 Minuten diesem Ding und du verlierst den Verstand, eh, echt. Imke, diese Lachanfälle noch ein bisschen länger und du hörst dich an wie eine Flöte. Ich kann nicht mehr was trinken, ich kann mich gleich aus der Nase rasten. Ja, das ist Lachen und Weinen ist manchmal gar nicht so weit auseinander. Alter Schwede, ey, das hat mich gerade gekillt. Weißt du, ich versuche den Scheiß nochmal auszusprechen, um es zu verarbeiten und immer wenn ich daran denke, muss ich wieder lachen. Da ist oh, ein Tormentor im Glas. Da ist ein Unstop. Was zur Hölle hast du mit der Hexe getan? Vergewaltigt. FBI, open up! Ich sehe hier nur die Hexe durch den Korridor flatschen. Imke hat sie angetouched und ich hab's. Und ich hab. Ja. What the fuck? Ja, die dachte sich, sie möchte mal. Möchte auch mal rangenommen werden? Ja, so ungefähr. Gehen wir hin. Oh, die hat so einen ganz anderen Todeswunsch, weißt du? Die Hexe hat zu viele Jahre lang nichts. Aber ich will die auch nicht. Ich will die auch nicht. Alle Jahre wieder. Oh, scheiße. Kleine Hexenbitch. Auf die Erde nieder. Und sie trotzdem abgelehnt wird. Wir haben hier sowas wie Würde und Anstand auf diesem Planeten. Wegen Hässlichkeit krankgeschrieben. Wegen Hässlichkeit abgelehnt. Ja, wegen ja. Hässlichkeit, nein. Ja, und ich bin gerade gestorben. Aber die Viecher sind mit unseren Türen und Checks beschäftigt. Boah! Und ein wenig mit euch. Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Was, dass der Ogre auf dich geschossen hat? Nein, die Sprenger sind vor meiner Fresse gespawnt und ich habe aber in dem Moment meinen Nahkampf auf die Ogres losgelassen. Deswegen sind die gespawnt und noch 2 Meter vor mir, Gott sei Dank. Oh, fuck. Ecke! Überlebt. Ich bin sicher. Ist gerade ein Ogre oben bei der Elion gekommen. Passiert nichts. Und er ist tot. Genau. 16 Sekunden. Nutzen. Wisst ihr was? Wenn wir gleich ein Ogre haben als letzten Boss. Hm. Wir wissen, wer zu dem Ogre wurde. Die sieht doch so ein bisschen down gerade aus, oder? Die schnappt sich gleich safe den Eiscreme-Pot. Den Eiscreme-Wagen. Ach, ich hatte Elke. Sprenger und Hexen, so wie es sich anhört. Ja, irgendwie ja. Nö, nur Sprenger.
Ich habe aber immer noch eine Hexe gehört. Peitschen immer so die Leibeigenen. Das ist so die Vorentwicklung. Stell dir das wie bei Pokémon vor, so die Leibeigenen sind die erste Stufe, dann kommen die Hexen und dann kommen Ogre. Achso, das sind dann also... Ogre sind die Endentwickelten. Genau. Weißt du, was das ist? Dass die Leibeigenen sind die, die ihre Liebe zu Eis entdecken. Sobald sie dann ihre Liebe voll ausgeschöpft haben, fangen sie dann an, Eis so extrem zu konsumieren, deswegen werden sie zu Sprengern. Alle, die überleben, werden zu Hexen. Und die Hexen essen immer noch Fleisch und werden dann irgendwann zu Ogern. Genau. Das ist die Hexologie. Sag mal. Fräulein, du kriegst den Eiscremewagen nicht. Den Bonus-Eiscremewagen gibt's nur für liebe Hexen. Findest du die nicht? Lieb, die hat sich schön von mir töten lassen. Die ist an mir vorbeigesegelt. Die ist nicht lieb. Bei mir eine Arme sollte sich, die sollte sich strotzen lassen. Die mag mich halt lieber als dich, okay? Ja, die weiß halt, was ihr blüht, wenn sie einmal falsch abbiegt. Warum geht sie dann bei mir in der Arme? Weil du eine Frau bist. Die erzählt sie meine Probleme. Bei mir hat sie Angst, dass ich mit ihr andere Sachen anstelle. Du meinst, dann füllst du, dann füllst ich nicht. Du sie mit anderer Eiscreme? Nein. Ah, Speedwave. Nein! Weißt du was? Nein! Ich hab gerade gedacht, bitte keine Speedwave. Du musst aufhören zu denken. Ich muss wirklich ganz dringend aufhören zu denken. Ja? Hallo? Ja. Hi. Siehst du den? Nein. Ich hatte. Bin hier gerade dezent mit unserer NEU beschäftigt. Ja, Moment. Die müssen wir kurz wieder einkriegen. Nach der Speedwave kommt der Tormentor. Homie im Glas, ja. Also. Hier auf dieser Plattform stand ein. Wie heißt die Scheißteile nochmal? Wie heißt du? Hab ihn gestunt! Nein! Ich hatte Dreck in mir noch in der Flosse! Scheiße! Oh Gott, ich hatte eine Schraube. Servitor. Hier oben war ein Servitor und ich habe dieses Ding mit Volt weggehauen. Oder halt eben, ne? Bin ich gegengesprungen. Und dieses Ding fliegt erstmal die Treppen runter und ich denke, okay, passt. Alles gut, kein Problem, alles hinbekommen. Plötzlich fliegt das Ding weiter und fliegt weiter und hovert weiter bis nach hinten ins Schiff. Aber auch nein, ich habe Anstand. Du hast gesagt, so weit würde ich dabei nicht gehen. Das hast du gesagt. Ich bin ja auch nicht chronisch untervögelt. Stimmt, das hast du gesagt. Das würde ich nicht tun. Ich bin ja nicht chronisch untervögelt. Bin ich auch nicht. Manchmal. Vielleicht. Das kenne ich auch manchmal. Das klang gerade so richtig wie so ein kleines Kind. Bin ich auch nicht. Manchmal. Manchmal vielleicht. Wir müssen Gambit spielen, Imke, sonst gibt's einen Tommy. Ja, bin dabei. Zwei Stück noch. Zwei fehlen noch. Bruh. Scheiße. Ich mach mal. Wie war das vorhin noch? Ich überlebe. Und schon ist sie gestorben. Hat das Vieh gerade sich gerade geportet, obwohl es eingefroren war? Ich geh knuddeln. Ich komme. And his name is John C. Also eben knuddeln habe ich anders in Erinnerung. Imke, hast du ihn gerade in den Boss geschoben? Nein, der hat den Boss weggeschoben. Welchen Boss? Den Servi hat sie weggeschoben.
Alter! Das war gerade so gut. Das war gerade ohne Witz einfach nur zu. Sie kommt an, boah, mit der Boss erstmal quer durch die Weltgeschichte.